So, da sind wir auch schon wieder. Und dieses Mal verhandeln wir hier in der Bank mit den Elfen. Weil ich nicht will, dass die Geiseln sterben. Treppe nach oben. Oh, mein Rücken sensiert. Ich kann so nicht arbeiten. Man hat das alles nur ein Ende. Unten sind Skoyate. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste hoch, aber na egal. Okay. Ganz ruhig. Ach du Scheiße. Na ganz toll. Wo sind jetzt eure Anführer her? Als Gegner stehen wir heute hier, obwohl wir Brüder sind. Des Todes Antlitz schauen wir, die Schicksalsschlacht beginnt. Oben sind Ritter. Die müssen jede Minute hier sein. Wälder weinen, Erde ächzt. Im Feuer bebt die Welt. Als Gegner stehen wir heute hier, bis dass der eine fällt. In meinem Traum in tiefer Nacht, auch tags kann ich es sehen. Wer niemals wurde ins Grab gebracht, durch unser Blut wird auferstehen. Wisst ihr, wovon ich spreche, Hexe? Nein. Kennt ihr die Geschichte von Eliren, Hexe? Macht schnell. Vor 2 Jahrhunderten führte sie uns in die Schlacht, eine gnadenlose, ruhmreiche Schlacht. Menschen ermordeten sie, doch ihre Vision starb nie. Die weiße Rose von Sheravet blüht noch immer. Was habt ihr jetzt vor? Das kommt auf euch an, Hexe. Wenn ihr uns helft, gehen wir weg und niemand kommt zu Schaden. Seid ihr noch bei Sinn, Yevin? Warum sollte ich euch helfen? Hört auf, euch etwas vorzumachen, Geralt. Ihr seid ein Mutant. Die Menschen behandeln euch bestenfalls wie ein notwendiges Übel. Wenn ihr für sie kämpft, dann kämpft ihr gegen euch selbst und die alten Völker. Erwartet ihr Dankbarkeit von ihnen? Glaubt ihr, sie rufen ihre Hunde zurück und werfen nicht mehr mit Steinen nach euch? Sie sind gnadenlos und schlachten euch bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ab. Das glaube ich nicht. Die Skoyatel sind Freiheitskämpfer. Wisst ihr, was das bedeutet? Dies ist ein Kampf ums Überleben, um gleiche Rechte, um das, was allen Lebewesen zusteht. Allen? Ja, allen, sogar den Menschen. Ich glaube, Menschen sind nicht gebildeter als Schweine und Kühe. Überlegt doch, was aus der Welt wird, wenn sie endlich alles zerstört haben, was schön und gut ist. Wollt ihr in so einer Welt leben? Wir sind die Alternative. Wir wollen die Menschen nicht vernichten, wir wollen nur überleben. Ich musste mir heute bereits einen Vortrag über Krieg und das Überleben der Völker anhören. Stellt euch vor, ich will mich nicht einmischen. Ah, die berühmte Neutralität. Dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Ihr hättet draußen bleiben sollen. Ihr müsst eine Wahl treffen. Ich töte keine Menschen wegen einer vagen Philosophie. Klar, sie haben Recht. Ne? Sie sollten schon gleiche Rechte haben, aber deswegen töte ich jetzt keine Menschen hier. Extremismus ist nicht unbedingt eine Lösung. Das müssen wir auch irgendwie friedlich lösen können. Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt hier einen Kampf machen, werden wahrscheinlich mehr Elfen sterben als andersrum. Und die ganzen Geiseln hier, das gefällt mir einfach nicht. Ich töte keine Menschen wegen einer vagen Philosophie. Legt die Waffen nieder. Dann könnt ihr vielleicht den Rest eurer Einheit retten. Ihr seid ein Verräter und ein Narr. Ihr habt euch richtig entschieden. Der Orden der Flammenrose wird euch dankbar sein. Siegfried, was macht ihr denn hier? Ihr solltet doch nicht. Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Yevin flieht in die Kloaken. Wo kommt hier der Geier? Holy moly! Yevin! Ja, und los geht's. Verdammt. Alter, das gibt's ja gar nicht.
Alter! Die blocken irgendwie derb, keine Ahnung, ey. Die müssen doch eigentlich relativ einfach zu treffen sein. Verdammt, die haben den Siegfried schon niedergemetzelt. Die schmetzeln sie auch langsam nieder. Was gefällt dir, wenn deine Kumpels sterben? Ja, das ist ja mal cool. So. Ach, da ist immer noch einer. Ja, dass diese Schweinerei wieder sein musste, kann man da nicht mal diese Sachen hier friedlich lösen, meine Güte. Tut mir nicht weh. Mach ich ja nicht, ich wollte eigentlich nur dich looten, aber ich dachte schon, du wärst tot, aber naja. Ja, dass das immer im Blutvergießen enden muss. Kloaken, Kloaken, Kloaken. Kloaken, was für Kloaken? Wo ist der denn? Wo ist denn der jetzt hin? Na, ganz toll. Verabscheuert die Menschen, ja toll. Ihr wollt überleben, beziehungsweise ihr wollt die Menschen da nicht komplett ausrotten oder was, aber dann ihr was labern von verabscheuen, ey. Der starke Stahl scheint ja wohl wesentlich besser zu funktionieren. Oh, huch. Das hat uns irgendwie betäubt, aber... So, einmal looten. Das Ganze ist irgendwie gar nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Ganz toll. Endlich sorgt sich jemand um unsere Sicherheit. Haben wir was zu fressen? Haben wir was zu fressen? Nein, haben wir nicht. Verdammt. Ah, ja. Naja, wir müssen da hinten langs. Ich will mich jetzt echt nicht so viel Tränke hier verbrauchen. Wie der Siegfried mich jetzt auch schon wieder alleine lässt. Ja, immer muss man alles alleine hier machen. Ja, ist doch furchtbar. Oder fast alles alleine, sagen wir es mal so. Was führt euch hierher? Vergesst es. Elfen, die meinen, irgendwelche Menschen zu töten. Das führt mich hierher. Die denken dann auch noch, alles würde somit besser werden. Die Gegner sind immer noch die Liebsten, die sind irgendwie am leichtesten kaputt zu kriegen. So, die hätten wir. Huch, nein, will ich ja gar nicht. Ich will erstmal alle hier einsammeln. Wieso hat der Geld dabei? Seit wann haben die Geld? Ja. Jetzt hat er es nicht mehr, jetzt hab ich's. Der hat ja auch Geld dabei.
Der auch, meine Güte, ey, die sind ja fast reich. Ich sollte abspeichern, habe ich das Gefühl. Und auf geht's. Ja, die vermehren sich echt wie die Karnickel. Kommen ständig irgendwie neue. So, schnell beeilen. Damit wir hier in der Folge noch etwas gebackt bekommen. Obwohl, ich glaube, ich kann das Silberschwert erstmal draußen lassen. Renne ich richtig? Nein, ich renne nicht richtig, weil irgendwie wieder klar. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Holy moly. Das geht gar nicht gut. Denn echt richtig wenig Schaden, aber wieso? Ich verabscheue die Teune. Wo ist bitte schon mein Stahlschwert hin? Wo ist das hin? Alter! Wo ist das hin? Wo zum Geier? Ach, jetzt ist es wieder da. Die haben mich entwaffnet oder was? Boah, Gott sei Dank, gerade schon gedacht, ey. Boah. Das nenne ich Schock, ey. Da war was. Den könnte ich vielleicht gebrauchen. Für die Triss. Hallo. Zack, zack, zack. Freiheit! Komm, 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 mach, mach, mach. Wo kommen die da alle her? Hüpf! Dreh dem doch nicht den Rücken zu, junger Mann. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oi, 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 oi. Komm, 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 komm. Jawohl.
Puh. Wir haben überlebt. Wir haben mal ganz schön viel Geld dabei. Was ist das denn jetzt hier? Was zum Geier? Ich würde sagen, das gucken wir uns gleich mal an. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.